Wenn es nach der BBC geht, wird 2013 das Jahr der Frauen in der Musikbranche. Wie immer ist Anfang des Jahres die mit viel Spannung erwartete BBC-Bestenliste auf den Tisch gelegt worden. Und mehr als 200 Musikjournalisten und Radio-DJs tippen, wer eben die Stars 2013 werden. Und wie gesagt, die Liste ist von Musikerinnen dominiert. An der Spitze das bisher komplett unbekannte kalifornische Schwestern-Trio Haim. Eine Prise Fleetwood Mac, ein wenig Kelly Family. Die drei Schwestern von Haim sind durch ihre Musikereltern geprägt und mit Michael Jackson und Britney Spears aufgewachsen. Als ich mir die Liste durchgesehen habe, habe ich mir bei den meisten Sachen gedacht, ja eh, nett hat man in der einen oder anderen Form schon gehört. Das Problem an solchen Listen ist ja, dass nie die interessantesten Sachen präsentiert werden, sondern dass das präsentiert wird, worauf sich die Masse einigen kann. Auf den weiteren Plätzen gibt es R&B mit Aluna George, Elektropop mit den Churches aus Schottland und Soul von Laura Mueller. Also die Idee von sowas wie der BBC-Liste ist natürlich zu zeigen, dass man sich auskennt, dass man vorne weg ist, dass man heute schon weiß, wer das Star von morgen ist. Tatsächlich ist gerade diese Liste, die prominenteste dieser Art, natürlich eine Art Self-Fulfilling Prophecy. Dadurch, dass diese Liste präsentiert wird und dass man da drei Erstplatzierte hat, fünf Top-Platzierte, ist ganz klar, dass alle Welt über diese Acts berichten wird. Allein, dass wir jetzt darüber reden hier, ist ja schon ein Beweis dafür, dass das eine enorme Aufmerksamkeit erzeugt, auch europaweit, weltweit vielleicht auch. Die Liste wurde von Ian Youngs erfunden und vor 10 Jahren zum ersten Mal erstellt. Lady Gaga war schon drauf, aber auch 50 Cent und Adele. Sehr viel von der Musik, Popmusik kommt ja nach wie vor aus England, also es ist nicht unlogisch zu schauen, was dort halt gerade in Mode ist. Ein Act der Liste weicht vom Mainstream ab. Angel Hayes rappt aggressiv über patriarchalische Strukturen und sexuellen Missbrauch in der Kirche. Aber auch kritische Songs kommen manchmal, Gott sei Dank, in die Charts.